wollten ihren Titel zurück, die Jungs aus St. Leonroth. Und sie standen wieder im Finale der deutschen Mannschaftsmeisterschaft gegen die Titelverteidiger aus Hubelrath. Die Roten nach den Vierern auf Kurs. 3,5 Punkte für St. Leonroth. Für die Düsseldorfer blieb mit diesem Putt von Max Rottluff nur ein halber Punkt. Und Dominik Voss stand vor seinem nächsten Titel, das 14-jährige Supertalent im Dauereinsatz. Bei den Damen hieß der Titelverteidiger: im Finale gegen den Münchner Golfclub. Auch hier spielten die Favoritinnen groß auf. Und den Münchnerinnen blieb nach den Vierern ebenfalls nur ein halber Punkt. Angeführt von College-Star Sophia Popov, Ann-Kathrin Lindner und Nina Holleder ließen die Mädchen aus dem Golfmekka St. Leonroth nichts mehr anbrennen. Trotz großer Gegenwehr der Münchner hatte die erst 14-jährige Leonie Harm zwei Putts zur deutschen Meisterschaft. Das ist so eine Wahnsinnsemotion, Wahnsinnsstimmung, super Team, das da an der Seite steht, unglaublich. Bei den Herren ließ Hubelrath nichts unversucht. Nikolai von Dellingshausen, Max Rottluff und Maximilian Mehlis gewannen ihre Einzel, aber St. Leonroth ungefährdet mit Punkten von Moritz Lampert, dem jungen Julian Ballmann und abschließend von Alexander Matlari, der schon auf der 11 alles klar machte. Siebenmal in Folge waren sie deutscher Mannschaftsmeister. Jetzt hatten sie ihren Titel zurück. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Es ist ein ganz anderes Gefühl als bei anderen Amateurturnieren. Besseres? Ja, auf jeden Fall. Doppelsieg für St. Leonroth, nicht nur für Caroline und Moritz Lampert. Eine Herzensangelegenheit. Es war mir vor allem wichtig, weil es könnte sein, dass mein letztes Amateurjahr ist. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr Pro. Und umso schöner, es mit allen Mädchen und Jungs feiern zu können heute. Und während die St. Leonrother Festspiele ihrem Höhepunkt zustrebten, zeigten sich die Zweitplatzierten als faire Verlierer. Wir haben uns sehr gefreut, wir hatten ein super Match und der Bessere hat gewonnen. Glückwunsch an St. Leonroth. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir natürlich davon geträumt, unseren Titel zu verteidigen, aber St. Leonroth war besser dieses Jahr. Wir hatten heute keine Chance gegen. Die Siegerehrung eine zum Mitfreuen. Mit den alten und neuen deutschen Meisterinnen vom Golfclub St. Leonroth. Ein besonders emotionaler Moment, auch für den scheidenden Coach. Für mich natürlich ganz besonders toll, dass wir ja, mit dieser Damenmannschaft in meiner Zeit ungeschlagen geblieben sind. Das ist natürlich ein toller Erfolg und freue ich mich extrem drüber. Sie waren Meister von 2004 bis 2010 und sie haben es wieder geschafft. Gratulation dem deutschen Mannschaftsmeister St. Leonroth, den Jungs aus der deutschen Talentschmiede. Das sind alle aus dem Umkreis von St. Leonroth, Mannheim, beziehungsweise dann auch vielleicht noch Karlsruhe. Aber das war's dann. Und wir arbeiten hart. Wir arbeiten jeden Tag, wir arbeiten 12 Stunden, egal ob Fitness, Mental, Physio oder halt auch Kopftechnik. Wir sind harte Arbeiter. Im nächsten Jahr ist wieder mit ihnen zu rechnen, auch wenn da im Ligasystem mit mehreren Spieltagen gespielt wird. Der Titel führt dann wieder nur über die Partykönige aus St. Leonroth.